Genau. Der Schuss würde eigentlich daneben gehen und der wird abgefälscht und geht rein. Jetzt habe ich alles gesehen. Komm schon. Jetzt. Nein, Mann! Das kann nicht sein! Wie kriegt der den noch? Hey, was geht ab, Hertha-Fans? Wir sind angekommen, wir sind in Wiesbaden. Da hinten ist das Stadion. Heute der erste Vlog des Jahres, beziehungsweise gab ja schon andere Vlogs, aber das erste Mal beim Spiel richtig. Ich bin absolut gespannt, ich habe richtig Bock und ich zeige euch natürlich alles wieder. Ich will hier kurz sehen, auch wer hier vom Team dabei ist. Vanessa mit dabei, Jule mit dabei, Vera natürlich auch am Start. Und gut, Jakob rennt schon weg, der ist da vorne irgendwo. Was macht der da? Und an der Stelle möchte ich natürlich auch noch sagen, es ist Wahnsinn, was in den letzten zwei Wochen da passiert ist. Das ist einfach immer noch nicht in Worte zu fassen und verarbeitet hat man das allemal immer noch nicht. Aber jeder verarbeitet es irgendwie auf seine eigene Art und Weise. Und deswegen möchte ich an der Stelle eben auch sagen, seid mir nicht böse, wenn ich irgendwie versuche, meinen Vlog wie gewohnt halt hinzukriegen. Ich bin da eher so der Typ, ich will halt einfach irgendwie weitermachen. Ich will irgendwie hier mein Ding irgendwie dann weiter durchziehen. Soll jetzt nicht heißen, dass ich deswegen alles schön rede oder so, das auf gar keinen Fall. Aber nicht, dass ihr euch wundert, wenn ich zwischendurch halt irgendwie blöde Witze mache oder so. Das ist alles nicht böse gemeint. Das ist einfach nur meine Art und Weise, das zu verarbeiten. Das war mir noch wichtig zu sagen. Und da haben wir sie, die Britta Arena. Das ist tatsächlich das Stadion. Ich wollte auch gerade sagen, Jakob meint, es sieht aus wie ein Parkhaus. Ich finde, das sieht aus wie ein Möbelhaus. An sich Wiesbaden, schöne Stadt. Kleines kuscheliges Stadion, das gucken wir uns dann gleich noch genauer an. Hallöchen, Dennis Salzhoff, auch von Hertha. Auch von Hertha? Genau. Auch von Hertha. Richtig. Oh, yeah. Jetzt sehen wir es. Dankeschön. So, und der Klassiker, wir wissen nicht, wo wir hin müssen. Aber hier genau hinterm Krankenwagen ist ein Plan, habe ich gesehen. Aha. So. Also. Das bringt mich nicht weiter. Okay, hier geht's da schon mal hoch. Ist das hier alles gruselig. Also, ich versuche das so wertfrei wie möglich zu sagen, aber habe schon schönere Stadien gesehen. Na gut. Da sind wir doch. Klein und kuschelig. Hier ist der Wiesbaden-Bus schon angekommen. Da waren eben auch die Spieler schon. Na gut, jetzt muss er erst mal gucken. Bin ich ziemlich genervt, wenn der mir jetzt hier über den Fuß fährt. Ciao. So, und dann gucken wir uns doch hier mal die Gästekabine bei Wiesbaden an. Geräumig. Richtig mit so einem Lockers. Wie in Amerika. Na, Highschool. Geil. Also hier ist schon alles vorbereitet. Richtig viel Platz hier, Donnerwetter. Hier die verschiedenen Stollen, dass man da auch einen guten Grip hat. Und hier ist Jule bei der Arbeit. Ach, guck mal, hier genau daneben ist dann für die Trainer. Die haben dann nochmal hier so ihren eigenen Bereich, ist ja wie gewohnt. Aha, guck mal, hier sind dann auch nochmal für die Physios, damit die sich hier nochmal komplett austoben können auch. Die Duschen, geil. Und dann haben wir doch eigentlich alles. Aber eine Sache fehlt natürlich noch. Huch, Eiswürfel, nee, das fehlt nicht. Aber hier noch weitere Duschen. Spiegel-Selfie, hihihihi. Tut mir leid. Huch, sind wir ja schon. Hallöchen. Hi. Sachchen, hi. 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 Schnell raus, dass sie sich... Ach, danke. Aber hier unser Neuzugang. So nah auch noch nicht gesehen, glaube ich. Ja, erstmal snacken ist auch immer wichtig. Hallöchen. Und so sieht's dann hier aus auf dem Feld, Freunde. Klein und kompakt hier alles. Wenn das Ding irgendwie voll sein sollte, ist hier wahrscheinlich auch eine richtig gute Stimmung. Weiß gar nicht, wie heute die Tickets verkauft wurden. Mal sehen. Aber wichtig ist, dass wir heute die 3 Punkte holen. Ey, das wäre echt wichtig. Das wäre richtig, richtig wichtig. Aber ansonsten, wenn man sich das hier mal so ansieht. Rasen. Gut aus. An der Seite ist vielleicht ein bisschen matschig, aber hey, das macht nichts. Gucken wir einfach mal, was hier so abgeht. Wo geht's hier überall lang? Schon gesmiled, Hallöchen. Na, Tag.
Hi, na? Hast du den Stadionbock wieder, Dennis? Na aber, oh, selbstverständlich. Wir haben vorhin schon bei dem Bus gesprochen, er liebt die Stadion. Geil, das freut mich sehr. Wir haben auch vom Bus nochmal eine Rückmeldung bekommen, ihr macht das so mega, mega geil. Boah, Wahnsinn. Ja, ihr macht das echt cool, weil Unterschied zu anderen Vereinen. Ja, das freut mich wirklich sehr. Ja. Nee, aber Stadionbock gibt es auch wieder. Ja. Schauen wir mal, was hier heute so abgeht. Ja. 3 Punkte wären natürlich wichtig. Na, sehr gerne. Macht wirklich so weiter. Wir geben weiter alles. Ist geil. Und schön anfeuern heute hier. Ja, auf jeden Fall. Geil, mach's gut. Ciao, ciao. So, dann gucken wir uns doch hier mal unsere Auswechselbank an. Also hier sitzen dann unsere Spieler nachher. Oh, hier mal, sag mal, ein bisschen sauber machen hier. Wie sieht's denn hier aus? Komm schon. Aber hier geht's dann rund. Und das ist dann hier, oh ja, das haben wir auch noch nicht. So guckt sich dann von hier aus Paul alles an. Also steht dann hier, zack, in seiner Coachingzone, vielleicht gut ein bisschen außerhalb oder so. Guckt da darüber. Ansonsten wird er da geblendet. Und natürlich nicht von der Sonne, sondern von der Schönheit unserer Fans. So nämlich. Ganz spannend eigentlich, wenn man das auch mal so sieht. Hier, guck mal. Wir haben uns in Kaiserslautern schon getroffen. Zack. Und jetzt hier direkt wieder. Gut, ist ja dann auch nicht mehr weit. Ne? Wie lange seid ihr gefahren? Knappe Stunde. Ja, das geht ja dann noch. Okay. Wir sind ein bisschen länger. Das ist klar, ohne Zug. Das stimmt. Na gut, aber wir fahren ja sowieso meistens mit Auto. Aber trotzdem, mit dem Stau war nicht schön. Ja. Na, was geht? Alles gut. Alles gut? Na, bei euch? Ja, alles super. Habt ihr Bock? Ja, natürlich. Ja, wenn schon, denn schon. Aber es ist wirklich krass, oder? Ich dachte ja, dass hier eigentlich quasi ja nur so der Gästeblock ist, aber wenn hier auch noch alles voll ist, ist ja genau wie die Heimkurve. Ha, hier sind sie wieder. Schön und warm, na klar. So sind sie. Ich reiß da schon draußen meine Meter ab und ihr macht hier schön Halligalli, wa? Wir arbeiten. Na klar. Ist schon die Aufstellung dabei? Nein, noch nicht. Startelf-Debüt, das habe ich so schon gesehen. Oh ja, hier. Da ist es direkt. Zack. Like. So sieht's aus. Und wenn ich das da gerade schon mal sehe. Wichtig, Freunde. Aber es füllt sich so heftig. Guckt euch das bitte an. Da ist da alles voll. Da auch nochmal. Da werden auch fast nur Hertha-Fans sein. Hier auf der Seite auch unfassbar viele Hertha-Fans noch. Gerade eben mal nachgeguckt, hier passen gute 15.000 in das Stadion. Es wird hier fast 50-50 sein gefühlt. Gucken, was Andi hier für ein Zauberfüßchen hat. Ja, so ein Ding auf Haares, warum nicht? Geil. Schön hier anstretchen, so ist richtig. Also zieht euch das rein. Hier geht der Gästeblock los. Was sind das hier? 1,5 Meter? Bande, Tor. Ich kann gar nicht so weit rauszoomen, wie ich eigentlich möchte, um das Tor hier richtig einzufangen. Da ist er. Ist egal, ey. Der ist komplett gegen die Bande gedonnert. Der auch. Boah, hier ist selber gezaubert. Wahnsinn. Okay, Freunde. Geht los. So, stellen wir uns hier erstmal an den Rand. Und dann schauen wir uns an, wer die Platzwahl gewinnt. Ich hoffe mal, dass sie es endlich so hinkriegen, dass wir in der zweiten Halbzeit auf die eigenen Fans spielen. Alles andere wäre wirklich Quatsch. Und wir wechseln schon wieder. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es nicht. Wer macht sowas? Oh, Verzeihung, wir können noch schnell raus. Danke. Das ist doch hier mal ein geiler Platz. Hertha-Fans im Rücken. Geiles Wetter, gar nicht mal so kalt. Jetzt bitte einfach nur gewinnen. Komm, Derry. Komm, Derry. Guter. Oh, schade.
Den habe ich gar nicht gesehen, der wäre genau zu Barkok gekommen. Also jetzt hier 12. Mann. Boah, gleich geht's los. Einhaken. Schön am ersten Pfosten. Da soll er hin. Oh, kommt schon einer hin. Ah, schade, ist egal, ein Nachschuss. Ho. Komm schon. Nochmal. Ah, schade. Haben wir leider keinen Zugriff. Ja, halt mal die Backen. Auf einmal haben wir keinen Zugriff. Er kann ihn aus der zweiten Reihe schießen. Und der Nachschuss geht dann rein. Mann, ist Quatsch, weil wir viel besser im Spiel waren. Komm schon, jetzt. Nein, Mann, das kann nicht sein. Wie kriegt er den noch? Mann, ey, mit seinen langen Gräten. Oh, geil. Oh, schade. Oh, die Aktion war so stark. Die war richtig stark. Straßenfußballer. So wollen wir es haben. Martin geht straight wieder raus. Weiß nicht, ob wir gleich wechseln, dass auf den Flügeln irgendwie so ein bisschen mehr geht. Aber bisher... Mann, ey, das Tor kam einfach irgendwie scheiße. Das kam einfach richtig scheiße. Vorher hatten wir das Spiel eigentlich gut im Griff. Aber jetzt darf ich in der zweiten Halbzeit dann richtig reinhauen. Muss was gehen, ey. So, komm schon. Gut. Schade. Oh, schade. Gut. Aber so muss es losgehen, die erste Minute. Gut. Da ist er. Was? Nein! Weiter! Das kann nicht sein, Alter. Er hält ihn einfach mit der Brust. Das ist Wahnsinn. Kann einfach nicht sein. Wir sind am Drücker wieder. Dann kommen die einmal nach vorne. Der Schuss würde eigentlich daneben gehen und der wird abgefälscht und geht rein. Jetzt habe ich alles gesehen. Komm schon, weiter! Einmal hier das Tor stellen, Mensch. Ich hab's überhaupt nicht richtig gesehen. Ich dachte, der geht daneben. 2-1, Freunde, da ist das Tor, was ich meinte. Das brauchen wir einfach. Komm schon, Smile. Komm schon. Oh, es wäre nicht mal abseits gewesen. Geil, Harris.
Ah, schade. Komm, ja, gut. Chris Ecke. Das nicht. Ach Mann, ey, war das ein Kackspiel. Danke, dass ihr reingeguckt habt. Könnt dem Video gerne ein Däumchen nach oben geben, müsst aber auch nicht, kann ich auch verstehen nach dem Spiel. Und dann sehen wir uns bitte beim nächsten Mal wieder, wo wir dann wieder erfolgreich sind. Und mit nächsten Mal meine ich Mittwoch im Pokal. Lautern gestern 4-1 gewonnen, wir heute 3-1 verloren. Wir müssen alles geben am Mittwoch. Also Freunde, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bin leider selber bedient. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Haut rein, HOE.